auch Menschen dabei, die einen überraschen, dass, über die Geschichte, die sie da auch zu präsentieren haben. Ich stelle Ihnen mal einen Mann vor, der heißt nämlich Cesar Baeno. Und dieser Mann kommt nicht entweder aus Schweden, Norwegen, aus den klassischen Regionen. Nein, der Mann kommt aus Venezuela. Und seine Anden hat er immer als Karte mit dabei. Da würde Schnee liegen, da kann man aber nicht so wunderbar Ski langlaufen. Und deswegen kam er als Austauschstudent 2005 nach Deutschland, verliebte sich in den Skilanglauf und mischt jetzt im Weltcup-Zirkus mit. Fährt allerdings vorerst noch ein bisschen hinterher, hat auch heute in Düsseldorf Augen zugemacht und davon geträumt, dass er vielleicht irgendwann mal an den Großen vorbeifahren kann, was ihm heute allerdings noch nicht wirklich gelungen ist. Cesar Baeno ist bei uns, feiert mit uns. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, vielen Dank für meine Sponsoren. Ja, und ja, es ist wie ganz glücklich, hier zu sein und meine erste Weltcup zu machen. Wir haben gerade gesprochen schon darüber, dass man noch ein bisschen hinterherfährt. Was gibt es denn eigentlich für einen Traum von einem venezuelanischen Skilanglauf? Ja, es ist mein deutsches Spiel zu sein, dabei zu sein und mit Skilanglauf. Es ist ein Sport, mehr habe ich nicht. Und, ja. Wie weit sind Sie denn von Ihrem Traum entfernt? Heute hat es ja nicht so richtig gut funktioniert, in den Jahren zuvor auch nicht. Sie waren bei der deutschen Ski-WM in Liberec dabei, also Sie probieren das. Was würde bedeuten, was müssen Sie machen, um dabei zu sein in Vancouver? Ich muss unter 300% selber, das heißt, ich muss sehr schnell sein. Und jedes Rennen, ich bin ein bisschen schneller geworden und dann muss nächste Wochenende in Davos in der Schweiz das schaffen, wenn das möglich ist. Der Mann hat so gut Deutsch gelernt in Köln, er war als Au-pair-Austausch hier. Genau. Jetzt sagen Sie mal, die ganzen Stars sind da. Was lernt man von denen? Ja, ich muss Familie Bäumer, Hamel, bedanken sein und die Kinder, dass ich betreut habe, Hans und Hans, dass ich mich Deutsch gelernt habe. Die Stars habe ich angesprochen, die Stars auf der Strecke. Was lernt man von den ganzen? Ja. Lernt man die Technik, wie das muss ich richtig Ski machen und Skilauf machen und dann ich bin wie seine Maskotte oder so und dann lerne ich so viel, sehr viel. Es ist eine gute, sehr gute Erfahrung. Wenn Sie in Vancouver dabei sind, ist dann in Venezuela ein Volksfest? Jawohl, geht das schon. Das ist etwas so, jemand anderes hat gemacht vorher. Wir drücken Ihnen, das muss ich sagen, wirklich alle Daumen, dass das klappt. Ja, Sie waren heute auf der Strecke. Gibt es noch mehr Athleten, die feiern? Ja. Dann viel Spaß. Also, vielen Dank, Cesar Baeno, und wir geben zurück, und zwar mit den Bildern des Tages. Ich sage Ihnen, morgen wird es in Düsseldorf schneien. Den Beweis trete ich jetzt an und damit zurück nach Köln.